Hallo und herzlich willkommen bei Unglaubliche Pilze. Wir sind heute wieder on Tour und auf der Suche nach neuen Pilzfunden. Kommt doch ein Stück mit und begleitet uns dabei. Viel Spaß beim Anschauen. Jetzt geht's los. Liebe Pilzfreunde, und heute wieder aus einem Wald. Nun, wir haben jetzt die erste Januarwoche 2023 und was machen wir? Pilze suchen. Nur die erste Idee ist nicht unbedingt, in den Nadelwald zu gehen um diese Jahreszeit, denn es ist früh im Jahr. Aber was kann man da finden? Und ich habe hier natürlich schon mal mein Körbchen hingestellt. Also, wir sehen natürlich einen wunderschönen Fichtenzapfen, hier mit Moos bewachsen, und einen wunderschönen Rübling. Also man sieht es schon, diese ein bisschen schleimige Oberfläche, vielleicht kann ich das hier auch zeigen, dass es Fäden zieht. Nein, man sieht es nicht so richtig. Und diesen kleinen Kameraden mit den gelblichen Stielen darauf und diesen typischen Burggraben. Jetzt versuche ich das mal ein bisschen heranzuzoomen und das ist bei denen gar nicht so einfach. Hier kann man es etwas erkennen, ja, wo der Stiel zu den Lamellen übergeht. Die weißen Lamellen, die gelblichen Stiele. Das ist einer der essbaren Pilze im Winter, normalerweise bei uns eher irgendwo zu finden im Bereich, ja, Februar, jetzt wirklich Anfang Januar selten, aber wir hatten ein ungewöhnlich mildes Wetter. Der zersetzt den Fichtenzapfen und da sehen wir die Myzelien und weitere Fruchtkörper, die sich bilden. Also, den ersten Pilz hier im Fichtenwald in diesem Jahr, das ist ein kleiner Kamerad, den man aber essen kann und der schmackhaft ist. Das ist der Fichtenzapfenrübling. Ein wunderschöner kleiner Pilz. Und wo ich ausgestiegen bin aus dem Auto, dachten die Leute wahrscheinlich auch, dass ein armer Irrer der Steinpilze sucht. Nein, und da werden wir uns hier mal umgucken. Nun, die sind jetzt natürlich nicht riesig, ja, also man kann da jetzt nicht wahnsinnige Mengen erwarten, aber hier überall im Wald doch zu finden. Und man sollte sie darauf auch sehen, auf den Fichtenzapfen. Und da sind sie typischerweise drauf. Und hier haben wir weitere kleine Exemplare. Vielleicht finden wir auch noch größere, die älter sind, aber da kommen überall so ganz kleine Rüblinge aus dem Boden. Und der ist wieder wahrscheinlich schön klassisch auf einem Fichtenzapfen gewachsen. So sollte das eigentlich sein. So. Gut, also manchmal ist es auch so ein bisschen daneben, aber man kann hier gut sehen, wie sich die Pilze ausbreiten und die Myzelien bereits hier beginnen, den Zapfen zu zersetzen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch mehr davon finden. Ist ja noch ein bisschen mager. Ja, und wie immer regnet es, aber so ist es nun mal. Und hier kann man erkennen auf den Fichtenzapfen, wie die Myzelien wachsen und wie es auch erst beginnt mit den Fichtenzapfenrüblingen. Der ist mir hier beim Rausmachen abgebrochen, das ist aber gar nicht schlimm. Langer Stiel und hier wieder gut zu erkennen, ich hoffe, man kann es sehen, gar nicht so einfach heranzuzoomen an diesen Burschen, da müssen wir mal ein bisschen höher halten, den Burggraben. Also, die Rüblinge natürlich Speisepilze bzw. essbare Pilze und von denen gibt es im Fichtenwald um die Zeit nicht so viele. So, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Regenschutz. Und hier kann man nochmal sehr schön die Schmetterlingsdramete sehen. Und ich habe euch hierzu ein Heil- und Vitalpilz-Video gemacht, was auch die Anwendung beschreibt und wie ihr diese wunderbaren Pilze zubereiten könnt. Hier nochmal sehr schön zu sehen, unten bei den Porlingen hier die Poren. Wenn man das sich ein bisschen näher anschaut, jetzt kann man es, denke ich, ganz gut erkennen. Die rein weiße Unterseite, also noch richtig gut hier als Pilz frisch diesen Winter. Und hier diese bläulich-bräunlichen, ja blau-grauen Strukturen. Und diese bunten Farben und wie gesagt ein ganzer Stamm voll. Hier mal wachsend am, ja was ist das, Fichtenholz. Also, wenn es euch interessiert, schaut die Heil- und Vitalpilz-Videos an. Und ich habe euch auch ein Video gemacht, was da heißt, was ist dran an der Schmetterlingstramete. Und so viel vorweg, eine ganze Menge. Ja, Pilzfreunde, wenn auch die Funde natürlich überschaubar bleiben, aber es gibt auch noch Korallen. Oder schon wieder, schwer zu sagen. Die sehen noch recht frisch aus, ohne Frostschaden. Also eine graue oder eine der helleren Korallen. Kann man ein bisschen schlecht erkennen, aber immerhin. Und hier ist natürlich ein schöner Fichtenwald. Das ist normalerweise unser Steinpilzrevier. Hier findet man gut und gerne Fichtensteinpilze. Die sind natürlich nicht zu erwarten bei dem Wetter. Das wäre schon sehr seltsam und würde mir ernsthaft Sorgen machen. Aber so ein bisschen, ja, Fichtenzapfenrüblinge
das ist vielleicht für die Leute, die Fichtenwälder in großen Mengen haben, keine große Sache. Aber glaubt mir mal eins, hier gibt es viele Buchenwälder und das habt ihr in unseren Videos gesehen. Solche Fichtenwälder hier, da muss man schon suchen. Nicht unbedingt weit fahren, aber es gibt nur kleine Ecken und ich freue mich über jeden Pilz. Hier wieder ein Rest von einem Korallenpilz. Interessant. Nun, wir erwarten hier natürlich jetzt keine riesigen Berge voller Fichtenzapfenrüblinge, aber so eine Handvoll wäre doch mal ganz nett in ein kleines Suppentässchen. Und immerhin, Pilze im Januar. Super. Ja, Pilzsucher, und jetzt wollen wir uns doch die Konsorten mal ein bisschen näher anschauen. Also wie gesagt, im Wald um diese Zeit sieht man, wenn man durchläuft, eigentlich in der Regel so etwas. Und zwar solche etwa 1 cm bis 3 cm großen Punkte. Und hier kann man sehen, davon gibt es ein paar mehr. Die sind wirklich klein und man würde die normalerweise auch gar nicht beachten als Pilzsucher. Aber um diese Jahreszeit, da gibt es natürlich nicht so eine Wahnsinnsauswahl an essbaren Pilzen. Und hier hinten drunter seht ihr die auch leuchten, da sind sie. Nun sieht man jetzt als erstes einmal hier so wachsen, aber die wachsen immer und obligat auf Zapfen, nämlich Fichtenzapfen. Das hier ist der Fichtenzapfenrübling, unschwer zu erkennen in einem Fichtenwald, und die sind natürlich einfach im Boden vergraben, die Zapfen. So, und da ist er auch schon. Da ist der Zapfen dazu. Und da kann man auch sehen, wie das Myzel diesen Zapfen jetzt, wenn er dann hier seine Vermehrungszwecke erfüllt hat, zersetzt. Der wächst nur, und zwar obligat, auf Fichtenzapfen. Es gibt auch Rüblinge, die wachsen auf Kiefernzapfen, aber in dem Fall der Fichtenzapfen-Rübling. So, wie alle Rüblinge haben wir hier den typischen Burggraben, wir haben die gelben Stiele, ja, wir haben den abgeflachten, hier natürlich im Regen, etwas aufgequollenen Hut, im jungen Zustand hier so ein Rand an der Seite und der Geruch ist charakteristisch, nämlich pilzig. Riechen wir mal. Genau. Und wenn der so chlorartig riechen würde, dann wäre es der Fichtenzapfen-Helmling, der klassische Verwechslungspartner. Der hätte aber auch nicht so einen gelblichen Stiel. Nun, im Wald kann man jetzt nicht allzu viel verwechseln, weil allzu viel zum Verwechseln gibt es da gar nicht. Und hier kann man wieder graben und irgendwo darunter muss er sein, der Zapfen. So, oder schon stark zersetzt in dem Fall. Nicht? Aber das hier wieder ganz klar, da war mal ein Zapfen, nicht das nur noch die Karkasse. Das sind die Fichtenzapfen. Rüblinge. Ich pflück die hier so einfach ab, manche schneiden die ab, aber das geht auch so ganz gut. Das sind gute, leckere Speisepilze, wie die meisten Rüblinge kann man die guten gern essen. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Pilz, wo man jetzt hier riesige Mengen erwarten sollte. Wobei, wie man hier sehen kann, die sind noch ganz klein, die können durchaus in beachtlichen Mengen auftreten. Die sind hier natürlich was für den Liebhaber, der eben einfach alle Pilze mag. Und auch solche. So. Und die muss man sich natürlich genau anschauen, was man hier für Kameraden vor sich hat. Aber wie gesagt, um diese Zeit ist es überschaubar, was es so im Wald an Pilzen gibt. So, und da gucken wir mal, ob wir hier noch mehr finden. Also ihr seid jetzt live dabei auf einer Pilztour. Ja, schaut mal, der besonderen Art und Weise. Aber ich muss euch sagen, das ist mal eine Abwechslung zwischen den ganzen Tonnen an Austernseitlingen und ähnlichen, wenn man einfach mal Pilze sucht, weil man Spaß dran hat. So, hier unten drunter ist wie immer der Fichtenzapfen. Ich mache nur den Hut ab. Die Kleinen lassen wir wie immer im Wald. Und freuen uns einfach mal auf die Abwechslung und eine kleine Suppe mit solchen Burschen. Und jetzt suche ich mal weiter. Das ist doch mal ein ganz neuer Blick in den Korb. Ja, schaut mal, Pilzfreunde, und hier haben wir die Baumpilze mal vereint. Auf einer liegenden Buche, da wachsen die Trameten. Hier wahrscheinlich die braune Tramete oder vielleicht auch eine Schmetterlingstramete. Das liegt hier so ein bisschen in der Zonung auf der Hand hier oben drüber. Ah, die ist schon locker, kann man sehr gut sehen. Also wunderschöne Farben einer Schmetterlingstramete. Drunter die Poren. Und hier wächst ein Zunderschwamm direkt daneben. So ähnlich von der Farbe fast, nicht? Schaut mal. Aber natürlich ein ganz anderer Pilz, nicht? Und das der Zunderschwamm. Mache ich euch auch mal Bestimmungsvideos dazu und ein Heilpilzvideo, gefolgt hier von der Schmetterlingstramete. Und da unten wächst noch ein Zunderschwamm am selben Baum und da oben eine Buckeltramete. Also, Trameten, die gibt es zumindest schon mal. Ja, Pilzfreunde, hier seht ihr mal die fabulöse Ausbeute von etwa 20 Minuten Suche hier in diesem Fichtenwald.
Nun, die erste Januarwoche ist sehr früh. Die sind noch sehr klein, die Fichtenzapfenrüblinge. Aber es sind die ersten Speisepilze. Normalerweise neben Austernseitlingen, Judasohren oder Samtfußrüblingen im neuen Jahr. Natürlich, auch hier haben wir es mit Saprophyten zu tun, also Zersetzern. Und wenn ich hier schon mal die Chance habe, dann nutzen wir hier direkt noch im Wald die Gelegenheit. Und ich habe euch hier mal gesammelt, wo sie wachsen und wie sie wachsen. Machen wir doch ein schönes Pilzporträt des Fichtenzapfenrüblings. Los geht's! Ja, und hier am Boden sind sie dann auch schon da. Und da haben wir wunderbare kleine Pilze. Und das sind natürlich die Rüblinge. Mal gucken. Ja, hier kann man es sogar mal schön sehen. Der kommt natürlich aus diesem Fichtenzapfen. Was daraus wächst, ist natürlich auf der einen Seite das Myzel, was hier aber so ein bisschen zu sehen ist, nicht? Mit den Spitzen und diesen Fäden sind in der Tat die nächsten Fruchtkörper. Und da sieht man so ein bisschen, wenn man genau hinguckt, schon die Hüte. Also, der Fichtenzapfenrüebling, und der wächst immer so ein bisschen wurzelnd. Hier lag der Zapfen und da sind wieder welche. Und das sieht dann manchmal so aus, wie wenn die nichts mit dem Zapfen zu tun haben. Stimmt aber so nicht. Pack die gleich mal ein. Denn der Zapfen lag hier und da kommen die raus. Die können dann so wurzelartig teilweise ein paar Zentimeter entfernt liegen. Also immer schauen, dass da so ein Zapfen in der Nähe ist. Den machen wir wieder zu. Und dann geht's auch schon weiter. Also das sind Pilze, die sind jetzt wirklich nicht gerade selten, wenn man Fichten hat und der richtige Zeitraum ist. Aber die sind natürlich klein und die findet man eben auch durchaus in großen Mengen und Rasen. Der ist natürlich wieder ein ganz kleiner, aber hier wieder ein Zapfen zu sehen, wo er herkommt. Nicht? Und das sieht jetzt faktisch immer so aus, wie wenn der mit dem Zapfen hier nichts zu tun hat. Aber der wuchs nur so Wurzeln damit durch das Laub und gehört eigentlich, da sieht man das auch so schön an diesen wurzelnden Fortsätzen, da mit dazu. Die sind hier wirklich noch sehr klein. Ich mache den jetzt ab und nehme ihn mir mit, wenn ich den schon hier habe. Aber die können so ein paar Zentimeter groß werden, 2, 3, wenn sie mal richtig Glück hat und die gut am Wachsen sind. Und ja, hier in den Wäldern schaue ich mich um und sammle da mal so ein bisschen was für eine kleine, schnelle Pilzsuppe. Also ihr seht, hier sind die jetzt nicht so in Mengen vertreten. Ich habe aber schon ein bisschen was gefunden. Und wenn ihr Glück habt, können da ganze Rasen voll stehen. Naja, habe ich jetzt hier heute nicht, aber es ist ja früh im Jahr. Ja, getreu, unverhofft kommt oft, habe ich doch jetzt eine Fichte gefunden. Und das ist ganz typisch, dass wir hier an den Fichten diese Kameraden finden. Ihr habt sicher schon erraten, das ist der rote, randige Baumpilz, natürlich ein Heil- und Vitalpilz. Und ich habe euch ja schon versprochen, hierzu mal ein paar Videos zu machen. Nun, wenn ich jetzt hier direkt drüber falle, dann müssen wir das natürlich auch gleich in die Tat umsetzen und fangen an, wie immer, mit Teil 1, ein Bestimmungsvideo. Wichtig ist, dass man dann erstmal den richtigen Pilz hat und weiß, wie man den erkennt. Und Teil 2, mit einem Vital- und Heilstoffvideo. Was ist da drin? Für was ist er gut? Und da erkläre ich euch gerne, was man damit machen kann, was ist wirklich gesichert und bekannt. Da spricht dann wie immer Kern der Pharmazeut und Apotheker, der da einfach Spaß hat an Naturstoffchemie. Fürs Erste aber erst der Mikrobiologe, der ich nun mal auch bin, und der guckt sich hier einfach mal die Pilze an. So, Pilzfreunde, heute mal wieder eine kurze Tour in der Mittagspause. Ich will mal schauen, was die Fichtenzapfenrüblinge machen. Nun, das sind die ersten wilden, ja, Heil-Vitalpilze kann man auch sagen, nicht? Also ganz klar, mache euch ein Video dazu. Sind die ersten Pilze mit im Januar, die hier bei uns so wachsen. Und die sind sicher noch klein, aber wir werden mit ein bisschen Glück hier in dem Fichtenwald ein paar finden. Das ist für viele von euch sicher gar kein Problem, für uns durchaus, denn Fichtenwälder gibt es hier nicht so wahnsinnig viele. Aber wir haben einen und da schauen wir uns jetzt um. Kommt mit und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mal auch an diesen kleinen Pilzen. Und hier seht ihr Pilzfrau in der Garage beim Bewundern des heutigen Pilzfundes. Wow, was für eine Menge! Aber es reicht für eine Tasse voll Pilzsuppe. Dafür reicht's. Aber es riecht gut, riech mal. Riecht wirklich gut, ja. Und da kann man sie auch wunderbar vom Fichtenzapfen Helmling unterscheiden, denn der würde riechen wie Schwimmbad. Nach Chlor. Und die riechen wie Pilz. Ja, wie Pilz. Lecker. Der Januarpilz. Mein Abbrot. Danke.